Copyright. Und da ist das Tor! Krause! Schauen wir uns das in der Wiederholung an, in aller Ruhe. Dieser Treffer ist hochverdient. Kopfballabwehr. Und dann dieser Schuss, da gab es auch für den großartigen Tancredi nichts zu halten. Andreas Krause, den wir hier im Bild haben, mit der Nummer 7, erzielt das 1:0. Und vielleicht kommt dieser Treffer noch nicht zu spät. Nach großartigen Schüssen von Lindemann, Vogel, Hoppe und Schnupphase hat es nun endlich eingeschlagen. Und wenn man bedenkt, wie eng die Räume in der gegnerischen Hälfte sind, dann muss man der Jenaer Mannschaft ein großes Kompliment zollen für dieses Spiel in diesen ersten 25 Minuten. Ist das ein Luftholen für den Schlusssport in der ersten Halbzeit? Nach der regulären Spielzeit noch 7,5 Minuten. Töpfer bringt den Ball hinein, das ist Tor! Lindemann! In aller Ruhe nochmal. Töpfer, Lindemann, 38. Minute. 2:0 und ich glaube, liebe Fußballfreunde, auch hier in diesem Falle geben Sie mir recht, dieses 2:0 ist nicht so hoch, denn es hätte auch bereits 3 oder gar 4:0 für den FC Karlsruhe stehen können, die hier beeindruckendes Spiel zeigen, in diesen knapp gespielten 40 Minuten großartiges bieten und es bleibt nur zu hoffen, dass die Jenaer Mannschaft in der Deckung konzentriert bleibt und dass sie weiterhin so voll auf Angriff spielt. Von der Taktik her bleibt ihnen ja auch nichts weiter übrig. Immerhin, zwei der drei Tore haben die Jena in dieser ersten Halbzeit bereits aufgeholt und das ist doch schon eine ganze Menge. Ja, bedenklich die Miene von Nils Lidholm. Rechts im Bild. Mit solch starker Gegenwehr, vermute ich, hat er wohl nicht gerechnet. Sängerwald, Kopierweit, noch eine Tormöglichkeit für die Jena in diesen Schlusssekunden der ersten Halbzeit und das Dutzend ist voll, 12:0 nach Ecken, Fußparade, aber da kommt der Halbzeitpfiff und ich glaube, der Jubel, der Beifall der 15.000 sagt alles. Ja, liebe Fußballfreunde, 7 Sekunden läuft das Spiel in der zweiten Halbzeit. Sie haben nichts versäumt. Das ist der Stand der Dinge. 2:0 führt der FC Karlsruhe Jena, der nun also von rechts nach links spielt. Und ich habe einmal kurz die Mannschaftsformationen beider Kollektive verfolgt. Es gibt keine Veränderung auf beiden Seiten. Und diese zweite Halbzeit beginnt so, wie die erste endet und... Schuss, die erste Unsicherheit bei Tancredi. Das hätte schon das 3:0 sein können. Da hatte Tancredi das Glück des Tüchtigen. Nach genau 40 Sekunden dieser Schuss von Krause. 14:1 der Eckenstand mittlerweile. Kopfball an die Latte. Ist denn das die Möglichkeit? So, und nun haben Trocha und auch Bielau an der Seitenlinie Aufstellung genommen. Andreas Bielau, Sie sind in der 70. Minute eingewechselt worden. Waren Sie denn ehrlich gesagt sauer auf Hans Meyer, dass Sie erst so spät zum Zuge gekommen sind? Überhaupt nicht, weil zu diesem Zeitpunkt ich in Jena noch keinen Stammplatz hatte. Und ich mit dem Vorsatz in das Spiel gegangen bin, mich bereit zu halten. Und wenn Not am Mann ist, wenn vorne noch Tore erzielt werden müssten, dass ich dann zur Verfügung stehe und in der 70. Minute war es dann soweit.
mit der Nummer 14 Martin Troha und mit der Nummer 15 Andreas Biedau im Spiel. Damit also mit Raab, mit Trocha, mit Bielau und mit Vogel. Vier etatmäßige Stürmer jetzt in der Jenaer Mannschaft. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass Eberhard Vogel ein bisschen doch jetzt mehr aus der Tiefe kommt in den letzten 20, 25 Minuten. Vielleicht doch noch jenes System hineinbringen soll, das vielleicht gut ist, um doch noch das dritte Tor zunächst einmal zu erzielen. Das würde dann eine Verlängerung bedeuten. Sie wissen das selbst, Sie kennen das 1x1, diese Europacup-Spiele. Aber ganz so stark ist der Druck der Jenaer Mannschaft nicht mehr. Aber ich glaube, Sie geben mir recht, diese ersten 60 Minuten haben natürlich an den Kräften gezehrt. Diese Aufholjagd an den Kräften und auch an den Nerven. Da ist die Chance zum Tor! Und da ist es! Der Jubel hier im Stadion ist riesengroß und ich schildere gern noch einmal dieses Tor nach. Der Schuss von Vogel abgefälscht und Bielau war rechtzeitig gestartet. Eine Minute im Spiel, da ist der Torschütze. Andreas Bielau, eine Minute im Spiel, sofort ein Tor. Träumt man davon? Insgeheim träumt man davon, zumindest ein, zwei Nächte davon. Man lässt sich ja das Spiel in Rom bzw. andere Spiele noch mal durch den Kopf gehen. Und das ist natürlich ein Erlebnis, dort ins Spiel zu kommen, eine Minute drin zu sein und das entscheidende 3-0 zu erzielen. Insgeheim träumt man schon mal davon. Korbgeweiht. Sind die Spieler schon mit den Gedanken bei der Verlängerung? Vogel. Da ist die Chance für Bielau und Tor! 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 Eine unglaubliche Reaktion von diesem Mann mit der Nummer 15, Andreas Bielau, der hier einen großen Einstand hat. Zwei Tore von ihm in der 71. und jetzt in der 87. Spielminute das 4:0 für den FC Carl Zeiss Jena. Und gestatten Sie mir jetzt einige Sekunden der Pause. Noch 10 Sekunden, wenn es keine Nachspielzeit gibt. Das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus, liebe Fußballfreunde. Der FC Carl Zeiss Jena hat ein Spiel gezeigt, wie es wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte. Nach dem 0:3 von vor 14 Tagen gewinnt unser Oberliga-Spitzenreiter gegen den derzeitigen Tabellenzweiten der italienischen Meisterschaft AS Rom mit 4:0 und zieht damit hochverdient, muss man sagen, in die zweite Runde ein. Haben Sie sich damals so ein bisschen als Matchwinner gefühlt? Eigentlich doch, im Nachhinein. Ich meine, an dem Abend kam es nicht so zum Bewusstsein, aber den nächsten Morgen empfangen mich doch einige Spieler mit den Worten: Joker Bielau kam.